Liebe Leute und damit herzlich willkommen zu diesem QVC-mäßigen Stream. Mit meinen beiden, beziehungsweise wir sind alle Co-Gäste und Co-Kommentatoren, Marc Gebauer, Marc Eggers und ich, Nicholas Lazaravis. Und heute werden wir gemeinsam in die Tiefen der Produktebene einsteigen. Wir werden über Düfte reden, die noch nie jemand anders gerochen hat, umschrieben hat, gesehen hat. Getastet hat. Ah! Das ist mein Bundle. Das also wer Bundle? Das nicht kauft, ja? Jetzt, das meine ich wirklich real und ich habe dich gerade davon überzeugt, wir müssen damit einsteigen. Freunde, also wirklich, das muss leider damit gerade kurz einmal losgehen, Marc, ja? Weil ich sage euch, wie es ist und ihr wisst, ich weiß es ganz genau. Dieser Duft ist wirklich mit absolutem Abstand der Komplimente-Getter schlechthin. Das stimmt, aber ich weiß nicht, der zweite Duft in dem Bundle, ob der wirklich gut ist. Ja, der ist nämlich noch geiler. Ich glaube nicht, dass die Regie das gerade hier zeigen kann. Wir brauchen, Bundle muss gleich mal rein. Also ey, Nico, da solltest du auch mal zuschlagen. Also ich sag's ganz ehrlich, Clive ist ja ein guter Kollege von mir. Ja. Der kommt ja auch aus UK. Nee, der kommt aus Christus. Clive, if you see this, bruv, greetings are going out, pretty good scent over there. Wir haben das Ganze in einem Bundle-Deal mit dem bekannten Duft Orange. Genau, und 49,80 €. Blonde Amber hat sich auch wirklich als der Duft des Jahres, obwohl er so teuer ist, etabliert. Was sagst du zu Blonde Amber? Ich? Ja, Nico wird sich den holen. Ich sag dazu, nur damit ihr einmal auch Bescheid wisst, ich habe bei dir hier ein Video gedreht, da habe ich den gerochen und dachte wirklich, oha, was ist das für eine Rakete? Ja. Also jetzt kein Spaß, ich habe ihn jetzt gerade wieder auf der Fashion Week getragen, ist eine absolute. Was hast du auf der Fashion Week gemacht? Ich habe eine Umfrage gedreht. So. Wir haben einige neue Sachen. Du bist jemand, der im Parfum-Game drin ist. Ich möchte dir gerne Sachen zeigen, ja, und gerne deine ehrliche Meinung haben. Denn ja, wir haben etwas Grandioses tatsächlich vor. Und zwar nächste Woche oder darauf die Woche wird es ein Live-Tasting geben und ihr könnt die Sachen jetzt vorbestellen. Ich bitte euch nur, die Sachen nicht auszupacken. Ja, zum einen, damit die Rückgabefrist abgelaufen ist und zum anderen, damit wir das zusammen testen. Und zwar das Testset von Emile Lies. Alle zusammen kosten, glaube ich, 17 € oder so. 39 € ist fast dasselbe. Und da sind alle Düfte drin und wir werden die Erfinder der Marke hier vor Ort haben. Und ich zeige euch jetzt einen Duft. Du hast ihn schon getestet. Melting Lust von Emile Lies. Du hast ihn noch gar nicht getestet, ne? Nee, du hast ihn vorhin im Video. Ich habe da noch nicht getestet. Ich will anmerken, mein erstes Parfümvideo 2013. Danach hat niemand gefragt. Hier, bitteschön. Erstens, kannst du was sagen? Zweitens, es wird null Impact haben bei dir. Die Leute werden sowieso sagen, du springst auf den Hype-Train mit auf. So, Emile Lies haben wir. Emile Lies Melting Lust. Hier drin sind Kirsche, Rum, Benzonharze, wir haben Lavendel, Patchouli, Ambra und Moschus. Ja, das Ganze ist in diesem Duft mit drin. Was sagst du? Moon Mustos. Ich muss ehrlich sagen, ich mag den Duft. Ich finde generell Emile Elise, was ich bisher von denen gerochen habe, fand ich immer solide. Ja. Hat mir gut gefallen, ja. Kein schlechter Duft. 100 ml Eau de Parfum gibt es tatsächlich schon für 145 €. Die sind preislich auch korrekt unterwegs, muss man tatsächlich sagen. Ja, das ist aber echt interessant. Flakon ist auch schön, gefällt mir gut. Moschus immer nice, mag ich gerne. Ich finde das wirklich solide. Ja. No shit, ich finde die wirklich gut. Ist eine sehr gute Marke. Ach, sorry. Du hast für 100 ml, was war jetzt der Preis? 145 €. Ja, stark. Ist ja wirklich nice. Genau, der Duft ist relativ duftig, Florian. Das hast du richtig erkannt. Ja, sehr, sehr duftig. Gerade zwei Bestellungen hintereinander mit denen. Herzlichen Glückwunsch. Leute, wo seid ihr? Haben wir denn mal ein paar Leute hier im Chat auch da? Hallo? Zu günstig, sagen die Leute. Ja, ich weiß, es ist für viele zu günstig hier. Es ist auch ein bisschen unangenehm für uns. Aber wir wollen auch allen Leuten die Möglichkeit bieten, gut zu riechen. Deswegen bieten wir auch diesen Duft hier an. Rum, Sherry. Genau. Interessante Mischung, muss ich sagen. Und dann mit Moschus, also ich finde die wirklich ganz geil. I like it. Frisch, aber interessant. Und für die Leute, die so ein bisschen diese Sherry-Geschichte mögen, ist nice. Okay, wen würden wir diesen Duft empfehlen? Ich finde es immer ganz cool, wenn man sagt, ey. Ja, wenn man das einfach mal jemandem empfiehlt, ne? Für diese Person. Guck mal, nee, ich mache das jetzt Jeremy Fragrance-Style, okay? Okay. Erklär nicht den Duft, erklär, was der Duft erzählt. So, ich rieche da dran und ich rieche eine Wow. Mhm. Okay, du hast alles erzählt. An was denkst du, wenn du den Duft riechst? An Kirsche. Ja, ich laufe gerade über eine Wiese, Hand in Hand, nehme eine Brise. Mit einer Kirsche. Mit einer Kirsche. Nein, ich sag ganz ehrlich, der Duft hier. Wir machen weiter mit Bond Nummer 9, dazu gibt es heute 1 g Gold. Das ist natürlich eine heftige Sache. Und zwar, wir starten hier durch mit Greenwich Village. Greenwich ist übrigens bekannt für GMT. Greenwich Meantime. 445 €. Kostet das Ding, Alter, ist doch nichts. Also jetzt.
du nicht in Greenwich geboren? Hast du das nicht gerade gesagt? Near London? Nearby. Aber Greenwich, war das nicht so? No. Greenwich Project? Hier haben wir einmal den Duft. Und zwar, wir haben hier ein Cassis, Litchi, Mandarine, Jasminblüte, Ambroxan, Pfirsich, Moschus, geil. Vanille, alles mit dabei. Ich finde, die Flasche sieht auch brutal aus. 10 von 10, einfach. Türkis, schön. Tiffany mit Kroko. Was will man mehr? Ich finde den wirklich gut. Ich finde den echt stark. Ich muss auch sagen, wenn es nicht gut ist. Ich finde den besser als den hier, ne? Aber Nico, sag uns gerne, was du davon hältst. Ich brauche nochmal einen Sprüher. Ja, okay. Der Sprüher hat gerade 22 Euro gekostet. Ey, Bond Nummer 9, auch bekannt für eine sehr gute Haltbarkeit immer. Immer, weißt du, dass die richtig verschwunden sind vom Markt? Komischerweise. Ich war damals im KDW so heftig gehypt und ich habe mir den Fidi ja damals geholt, den du hier auch stehen hast. Und die waren übelst im Hype. Ja, weil heute gibt es die nur noch 9 Mal in Deutschland. 9 Türen. Sonst hat die keiner. Die haben wirklich im KDW eine halbe Abteilung. Ja, in Amerika sind die noch richtig big, aber hier sind die richtig verschwunden. Und dabei haben die echt krasse Düfte. Also wirklich. Ich finde, das ist einer, übrigens auch, wenn wir auf Parfumo mal gehen, das ist einer der bestgeratesten Düfte von denen. Ja, also ich glaube sogar Platz 1. Also mich würd's wundern. Sei ich ehrlich, wäre auch ein Duft, den ich mir safe holen würde. Ja. Ich finde den wirklich gut. Ich finde den ehrlich gut. Aber mal kurz eine Sache. Sind wir bei mir in der Kategorie Call of Duty Modern Warfare 3? Ey, der ist strong. 8,2. Hat selbes Rating wie Orange Flamingo. Der ist wirklich ein guter Duft. No shit, also ich finde, der riecht wirklich sehr geil. So. Mich holt das Flakor leider nicht so ab. Ich finde das... Echt? Nicht. Aber ich finde das... Also, weiß ich nicht. Ich finde, es sieht einfach nicht so gut aus. Okay, das ist deine Meinung? Aber ja. Das ist deine Meinung, ne? Kannst du gerne... Ja, aber gut, dass ich wieder was gefunden habe, was nicht passt. Jetzt kommt aber dein Parfum. Wenn du jetzt nichts Gutes darüber sagst, ich vergesse mich. Okay. Also, wir haben jetzt hier... Die Lieblingsbrand? Ja, okay. Barahondas. Ja, Barahondas. Der Duft, den hast du nicht bei mir geholt? Nee, das ist aber einer meiner ersten Nischendüfte, den ich gekauft habe. Den Duft hier testen wir jetzt mal. Kennst du die Marke? Wie war nochmal der Name der Marke? Barahondas? Nasomato. Nasomato. Ja, Nasomato. Oh mein Gott, so ein geiler Duft. Ey, hast du dir den wirklich geholt? Das war einer meiner ersten Nischendüfte, habe ich geholt, als ich 16 war oder 17 oder so. Aber ich weiß nicht, warum du den... Also wir können mal die Kamera wieder groß machen. Die Leute können einfach ja googeln, wir brauchen nicht die ganze Zeit auf der Produktseite zu sein. Und zwar, der hat oben so einen Kork. Dazu gibt es auch eine Silberunze American Eagle umsonst mit dazu. Und der Duft ist so ein Gin-Duft oder was ist das? Ja, ist nur 30 ml, stimmt, ist echt ein kleines Flakon eigentlich. Also, der erinnert mich an Straight to Heaven. Leicht. Finde ich krass. Also, der ist halt so ein richtig... Also, das ist schon sehr... Der trägt gut auf. Also, das ist schon auf Whisky, also, wenn ihr mit dem Duft reinkommt... Oh, 8,5 Parfumo. 8,5? Okay. Alter. Ey, bin ich ehrlich, wäre ich heutzutage komplett raus. Ich würde mir den nicht holen. Ich jetzt gerade. Weil ich bin bei diesen Düften... Also der ist so wirklich... Ich werde mir die sofort holen, Marc. Und ich werde mir auch 5 mitnehmen, auch mit diesen Goldmünzen noch dazu. Und top. Ich muss da ehrlich sein, für mich nicht. Nein, aber ich finde spannend, mal, dass du den dir mit so jungen Jahren geholt hast. Pass auf, hör zu. Das ist ein Duft, du kommst in den Raum rein und die Präsenz ist bei dir. Weil dieser Weihrauch, okay, dieser... Oh, da ist kein Weihrauch drin. Ich wollte gerade sagen, also da ist kein Weihrauch drin. Also diese Vanillenote in diesem Duft. Achso, ich meinte diesen... Lass mal gucken. Was ist da nochmal drin? Da ist, guck mal, die schreiben ja nicht hin, was da drin ist. Da steht würzig, holzig, süß. Rauchig? Ja, aber rauchig ist nicht gleich... Für mich ist es Weihrauch. Weißt du, wonach Weihrauch riecht? Nach dem. Soll ich mal Weihrauch anmachen? Ich hab's zum Anzünden hier. Willst du... Ja. Ja. Aber es ist so dieses... Das soll ich dir mal zeigen. oh Mann, aber... Also ich mag den Geruch. Und oh mein Gott! Mein neues Knie jetzt gerade. Der tat weh. Kniescheibe raus oder was? Komm, ist die Kniescheibe noch so gut? Oh mein Gott, ich habe richtig gesehen, wie du hier unten eingehakt bist. Geht? Hast du echt weh? Ja, ist okay. Jetzt nochmal. Das ist Weihrauch. Ja. Ah. Nur weil du hier so eine Scheiße laberst mit dem Weihrauch. Ey. Weißt du? Das ist Weihrauch. Weihrauch gibt's als Element oder was? Ey, komm, wir machen es mal für den Stream an. Wir zünden mal. Aber man kann es anzünden? Ja, pass auf. Ist es hochreaktiv oder was? Das ist echt gut. Also. Der riecht nicht nach Popel, der Duft. Nee, der riecht tatsächlich nach Whisky, nach Weihrauch. Oh. Nimm mal bitte den Sneef noch mal kurz. Von dem hier, von meinen Dings. Digga, der ist wirklich strong, der Bond Nummer 9. Schlechte Haltbarkeit. Ey, der ist wirklich strong. Ey, sorry, habt ihr es gesehen im
Chatgarder Mark ist wirklich mit seinem Knie komplett einmal, der hat einmal durch den Tisch durch, ey. Das Knie hat einmal die untere Tischkante angehoben. Ja. Also die Leute, sie, guck mal, wir machen. Ist es deine Shisha? So, Leute, seid ihr noch da? Hat Marc wieder Chilis dabei? Ziehen wir uns gleich noch rein. Bei den vielen Popeln in der Nase riecht man das auch nicht. Danke dir, mein Lieber, dass du darauf achtest. Ich werde gleich noch eine Carolina Reaper essen, damit ihr da nochmal Bescheid ist. Ist es selbst entzündende Kohle wie von der Shisha früher damals? Guck mal jetzt, wie ich mich gleich erschrecke. Das sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja mega cool, ey. Ja, ja, ne? Und jetzt riechst du? Und es gibt jetzt diesen klassischen Duft, oder wie? Ja, ja, das ist Weihrauch. Das ist Weihrauch. Ah ja, stimmt, okay. So, ja. Und jetzt riech nochmal, was du da gerade gerochen hast. Also da werden wir gleich einen Feueralarm bekommen, aber so, ne? So sieht das aus. Aber so macht man das wirklich für die Wohnung, dann oder was? Yes, so macht man es für die Wohnung. So macht man das genau für die Wohnung. Also ich muss sagen, ich mag den Weihrauchduft sehr gerne. Das gibt mir ein beruhigendes Gefühl irgendwie. Mhm. Das ist ja auch in der Kirche zu riechen. Mhm. Gibt mir was von dieser Richtung. Aber Baronda, um nochmal zurückzukommen, ist schon ein sehr gelungener Duft. Männlicher. Wirklich ein sehr guter Duft. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es euch erklären soll, aber ich glaube ja, diese Whisky-Noten, dieses das extrem männliche Auftreten einfach, das verkörpert dieser Duft. Ja, das ist schon so ein Macherduft, ne? Also, das ist so Geschäftstermin, du kommst rein und sagst, ich habe die Hosen an. Ganz klare Kiste. Ganz, ganz klare Kiste. Kannst du nochmal einmal den Bond Number 9, ich muss ihn nochmal kurz in die Kamera halten. Also, ohne Witz, ich finde Greenwich. Ich finde den nix wirklich. Bond Number 9. Was? Nix Bond Number 9. Was ist das? Ist die Brand, Bro. Ach, so heißt die Brand? Ja. Ach so, sorry. Alles gut, Digga. Nein, ey, ich finde den wirklich überragend. Ich finde den. Boah, der hat echt was richtig, richtig Angenehmes. So, das war eine neue Marke, die wir aufgenommen haben. Haben wir noch nicht im Stream besprochen. Das ist heute das erste Mal, ist eine Premiere. Und wir haben sogar noch eine andere Premiere. Und zwar, wir haben The House of Oud. Alter, was geht bei diesem Duft hier ab? Erstmal Flakon. Muss man sagen, Flakon-technisch ist das eine 10 von 10. Ey, ist das heftig oder ist das heftig? Ich sag's ganz ehrlich, mit diesem Duft bist du ein Macher. Du kommst in einen Raum und die Attention liegt bei dir, verdammte Scheiße. Der Duft, ja, man kann, unten ist der Ständer, ja, oben macht man, jetzt, Alter, was ist? Was geht? Ich finde das, also, heftig, ne? Oh. Der ballert. Oh, nee, lass mal auf. Oh, oh, lass mal, der Nico. Nee. Ey, lass mal bei allem so overacten, wie Marc immer bei allem. Boah, was ein Duft. Aber jetzt mal im Chat. Die anderen von der Brand, das habt ihr neu aufgenommen? Nee, ihr habt das neu aufgenommen. Oh, nein, neu. Das auch neu. Kann man das wirklich kaufen? Ja. Nein. Ja. Hör auf. Ja. Boah, brutal. Ja, ja. Pass auf. Der Duft hier, riech bitte jetzt. Der Duft hier heißt... Ey, der ist wirklich gut. No shit. Ey, der ist wirklich gut. Das ist jetzt kein Spaß. Der ist wirklich gut. Dates Delight. Ich will mal gucken, wie der bei Parfumo geratet ist. Boah! 8,1, okay, stark. Oh, stark, stark, stark. Alles über 8 ist krass, oder? Alles über 8 ist krass. Hier haben wir drin Datteln, Zimt, Tonkabohne, Karamell, ein bisschen Oud aus Borneo, Zuckerakkord und Honig. Ich bin kein Paid Actor, Florian. Ich meine es wirklich ernst. Ich sag auch nachher, wenn ich einen Duft scheiße finde. Ich sag euch ehrlich. Aber der Duft ist wirklich gut. Zeig mal. Boah! Wirklich gut, ehrlich. Und das Flakon, sind wir ganz ehrlich, ist krass. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Der ist geil. Warum übertrieben? Für was? Ja, das Ding steht ja zu Hause bei dir. Ja. Das ist ja nicht, das gießt ja nicht mit in der Straße. Und das ist doch geil. Mhm. Das macht doch was her, wenn du im Schrank... Guck mal jetzt, sorry, aber wenn du das jetzt daneben stellst, guck dir das doch mal an. Hatest du gerade auf... Ja. Nee, finde ich auch gut, ja, aber klar. Sorry. Ist ein anderer Vibe, ne? Ist ein ganz anderer Vibe. Und jetzt preislich geht das Ding auch ganz weit nach vorne. Alter, einfach mit einem Gramm Gold, ey. Ich wurde gerade gefragt, ob der Weihrauch drin ist. Da ist Weihrauch drin, ja. Ey, ich finde den auch sehr, sehr stark, Marc. Also ehrlich. Ja. Der ist wirklich gut. Was kostet der 75 ml? Nur 2,20. Hör mal, das ist ja nichts. Das ist nice. Ey, also wirklich, der ist echt. Ich will später nochmal die anderen davon riechen. Ja, yeah, I like that. Die anderen Flakons sehen halt starkes auch alle Ding. Ultra gut aus. I like that. Starkes Gerät. Sonst, was haben wir noch? Aber warte mal, nur ganz kurz. Ja? Den kennt ja doch keiner. House of Oud, also die Marke gibt es schon länger, aber es ist relativ unbekannt. Also was heißt keiner, aber ich habe das noch nie gesehen. Ich habe den Flakon auch nicht gesehen, weil der fällt dir sofort auf, auch die anderen. Mhm. Es ist schon geil, mal wieder was zu riechen, wo man sagt, habe ich so noch nicht gerochen. Dass du den erst jetzt geholt hast, Marc. Erzähl uns was. Ich habe die Flakons gesehen und dachte mir so, okay. Hey. Wirklich? Ja. Erzähl weiter. So interessant. Dann habe ich mir gedacht, fragst du mal an. Unfassbare Story. Ja, das unglaublich. So hätte ich niemals gedacht, dass es so war. Ja, so war es eigentlich. Ja, so war es. Wir haben noch einen weiteren
Wie denkst du denn, wie das abläuft? Ich habe das online gesehen, habe gesehen, oh, House of Oud, die haben diese Flaschen, lass sie mal testen. Ich habe ein, zwei Düfte getestet, habe mir gedacht, okay, die werden auf jeden Fall gut ins Portfolio passen, hat auch sonst kein anderer oder nicht viele. Mhm. Und dann habe ich den halt gezogen, habe ich die halt die Marke gefragt, ob die mit mir zusammenarbeiten wollen. Dann haben die gesagt, ja. Ich wollte gerade deine Story gar nicht anzweifeln, ich wollte einfach nur overacten. Ach so, okay. Aber du hast es halt wieder nicht gecheckt. Okay. Aber lass einfach weitermachen. Und zwar mit einer neuen Marke, die wir auch aufgenommen haben, und zwar Alexandre J. Diese Marke hier wird keiner von euch kennen. Ich selber kannte sie auch nur, weil wir einmal einen Flakon davon gekauft haben. Ist es das vom Video vorhin oder ist das eine andere? Das ist, glaube ich, ein anderes. Das andere war türkis, ne? Nee, das ist auch türkis. Aber es ist so blau. Sieht sehr bläulich aus. Ja. Also wenn das türkis ist, was ist das? Ja, Marc. Ja, okay. Ja. Ist dabei auch Marc? Ja. Nee, Marc. Ja, okay. Jetzt ist noch mal lang. Ich glaube, das Knie ist jetzt da oben ins Gehirn. Jetzt siehst du schon andere Farben. Also wie viele Finger, Marc? Auch. Angenehm frisch, sehr angenehm frisch. Aber das ist der von vorhin, glaube ich. Das ist der von der Safa Oud Vanille. Heißt er Safa Oud Vanille, Moschus Oud Vanille, Leder Kokosnuss Toffee. Und das sage ich euch jetzt ganz ehrlich. Mhm. Ja, ja. Das ist nicht mein Duft. Nee. Doch, ich finde den echt gar nicht schlecht. Also ich finde den nicht schlecht. Ja, du findest den wohl ziemlich schlecht. Oder ist es die Nelke, die mich da drin stört? Ja, wahrscheinlich die Nelke. Ne? Wo hast du denn gerade die Nelke? Hast du gerade Nelke irgendwo gelesen? Ja, da drüben steht es doch. Die Nelkenknospe. Ich wollte echt sagen, Digga, du wirst ja nie auf Nelke. Nein, der Nico hat die Nelkenknospe rausgerochen. Leute, ich bin Parfumierfarbe. Warum, dass du den nicht gut findest? Der geht eigentlich in eine Richtung... Soll ich dir erklären, was bei dem nicht passt? Ja. Guck mal, der ist süßlich und der hat diese softe Note, die wirklich ins Blumige reingeht, okay? Und dieses Blumige hat diesen stoppenden Touch. Ach, Bro. Nein, wirklich. Der Duft stoppt. Flakon? Ich kann es nicht anders erklären. Flakon ist krass. Ich finde den Duft ehrlich ganz geil. Alter, also 139 Euro, 100 Milliliter. Also Preis-Leistung. Also meiner ist ja nicht. Leute, ich sag's ehrlich, ich empfehle euch den nicht. Yo. Okay, dann also, machen wir weiter mit Silage. Hast du den beim letzten Mal bei mir gerochen? Sascha war ein großer Fan davon. Den hast du mir jetzt schon zum dritten Mal, hast du mir den schon gezeigt. Okay, tut mir leid. Ich würde den trotzdem nochmal riechen. Guck mal, Leute, erzählt mir nicht, dass ich immer bei allem Ja und Toll sage. Ich habe gerade den Duft. Nico, bei allem, was du ihm zeigst, ist immer eine Sache, die ihn stört. Ich will ihn nochmal auch riechen. Ja, okay. So, Silage von Kinetic. Der soll anscheinend der neueste Banger sein. Der ist halt momentan so der Hype-Duft, ne? Wie verkauft er sich bei dir? Gut. Hype-Duft? Also ja, die Leute feiern ihn brutal. Hast halt Himbeere mit Leder drin. Das ist ein No-Brainer. Lone-Brainer, ne? No-Brainer. Also, kein Low-Brainer. Digga, ey, da hat einer gesappt und schreibt Nico Ja-Sager. Ey, Digga, ich bin der absolute Nicht-Sager. Der ist überragend, der Duft ist geil. Marc, zeig Nico mal deine Top 3. Ich glaube, meine Düfte wird der Nico nicht mögen. Die meinen mich, weil es mag. Ach so, okay. geiler Duft. Verstehe auch, dass Sascha den mag. Ja, ne? In letzter Zeit habe ich oft auch gemerkt, was Sascha mag, geruchstechnisch. Aber er erinnert mich an was. Himbeere? Das ist halt sehr fruchtige Sache, was sehr Fruchtiges. Was meinst du, an den Duft erinnert er dich oder an irgendwas? An Duft. Eher so Ombre Nomade, aber in deutlich, deutlich. Warte. Was ist? Doch. Bulgari Om oder sowas, kann sein? Oder, nee, oder ein alter Dior-Duft? Dior Homme Intense? Nee. Der ist schon, ich finde den richtig, richtig gut. Also der rückt sogar sehr weit nach vorne gerade in der gesamten, die wir jetzt gerade... Das ist ein super guter Duft. Also das ist ein No-Brainer. Silage? Ja. Von wem? Kinetic. Kinetic. Das ist ein No-Brainer, das ist ein ultra guter Duft. Aber ich hol mal wirklich so ein bisschen was Experimentelleres. Ey, unbedingt. Sachen, die mir selber gefallen. Oh, unbedingt. Selber trage. Ey, ich muss sagen, ich finde den sehr, sehr geil. So, ich zeige euch mal diese Sachen, die ich so gerne trage. Wir fangen einmal an mit Gao von Xerchow. Und den Duft zeigen wir so gut wie nie. Aber das war früher mein Hassduft. Ich habe den wirklich gehasst. Und jetzt habe ich mich einfach in ihn... Das ist einfach, ich finde es ein geiler, medizinischer Duft. Medizinisch? Wie meinst du das? Riecht an. Wie heißt er? Gao von Xerchow. Gao. Boah, da kommt schon das Oud hoch, Alter. Ja, aber ein ganz besonderes Oud. Oh mein Gott. Der ballert richtig. Hätte ich früher niemals gefeiert, mittlerweile finde ich es richtig. Hast du den Abu gegeben? Finde ich richtig. Bei der No Food Challenge? Nee, anderen. Boah, der geht in. Der ist so der schön trocken. Ja, aber es kann sein, dass das bei mir so richtig eine Hassliebe. Ja. Der hat so eine ganz, ganz besondere Oud-Note drin. Und zwar, das ist thailändische. Und da ist die Humidity so hoch. Das ist nur was für krasse. Also, ich sag ganz ehrlich, als Einsteiger ins Parfum-Thema Nein. ist es nichts. Aber mittlerweile bin dass ich dir an das Punkt, gefällt. Ich bin jetzt mittlerweile angekommen an dem Punkt, dass ich mich immer wieder an diesen das sind ja keine normalen Düfte, aber diese Düfte, die so einem klassisch gefallen,
man braucht was Neues irgendwann und das ist jetzt genau das, wo ich so denke, boah. Der kickt rein. Der kickt echt. Der ist so trocken, ne? Ja. Und der geht aber so richtig rein. Mhm, der hat eine richtige Aggressivität auch drin, ne? Ja. Boah. Wenn du bei der Straßenumfrage den riechen würdest, niemand wird ja sagen. Niemand. Aber der irgendwie, der hat was ganz, ganz Interessantes. Ja, ich finde den auch sehr interessant. Also das ist halt schon... Möchtest du mal testen vielleicht? Nee, danke. Ich lieber. Würde den mal ganz gerne ja, testen, ne? Auf der Haut, ja. Möchtest du mal testen? In die Beuge? Und ich gucke ganz kurz einmal auf Trainingsniveau hier. Der ist wirklich super spannend. Ganz interessanter Duft. Ich bin mal gespannt später auf der Haut. der ist, wenn du einen guten Fuhrpark hast, ist das so ein Ding, wo man schon nochmal richtig mit flexen kann. Damit kannst du nochmal Kilometer machen. Also das ist ein Duft, so, Alter. Der passt perfekt zu einem Rolls Royce. Ja. Wow. Der ist wow. Schon. Boah. Und eine Uhr passt da ganz besonders gut dazu. Die haben wir zufällig gerade im Shop im Angebot. Ich? Es ist die Audemars Piguet Skeleton. Double Balance Royal Oak. Double Balance Royal Oak. Ist nicht mehr lange da. Ich sag's mal so, die ist gerade noch im Shop. Die kostet, glaube ich, nur 140 oder sowas gerade. 134.990 Euro. Okay, 139 waren es. 134.990 Euro kostet die aktuell. Ich sag's mal so, diese Uhr... Wenn die in dem Stream hier niemand kauft, werde ich die nach dem Stream kaufen. Ich hatte vorhin noch eine Überweisung, die kam ganz zufällig, hatte ich noch vergessen von jemandem, der hat mir noch 140 Mille geschuldet. Deswegen, falls die niemand nimmt, ich würde die einfach nach dem Stream mitnehmen, genau mit dem Duft. Hast du Rolls Royce auch hier? Rolls Royce? Nee, haben wir nicht. Okay. Lass mal auf Haut jetzt einmal. Boah. Ja, das musst du schon wollen, den zu tragen. Ja, der ist heftig. Der steht schon für Marc Geber auch. Wow. Ja, also ne? Das Ding ist... Boah, ich bin mir doch nicht mehr sicher. Nein, doch, Nico, du brauchst den. Du brauchst den Duft. Stell dir mal den im Full Wear vor. Boah. Stell dir mal vor, du parfümierst dich von oben bis unten. Du machst einfach die ganze... Alles Knie gehen. Nico fliegt gleich die halbe Nase ab, Alter. Steigst du mit Alexa. Und die senkt sich, oh mein Gott, ich krieg keine Luft mehr. Und du sagst, riechst du meinen Duft? Oder soll ich noch was auftragen? Hey, ich rieche hier nicht mehr. Zu schlechte Haltbarkeit. Oh, meine Nasen, die Rezeptoren haben sich dran gewöhnt. Oh, Digga. Oh, yeah. Ey, ich sag echt, es riecht nach Holz. Es riecht jetzt, das riecht, weißt du, ehrlich gesagt, das riecht fast ein bisschen nach Farbe aktuell. Alter, das riecht aber fast ein bisschen so nach Lösungsmittel. Das ist das, was ich medizinisch meinte. Das riecht fast ein bisschen nach Lösungsmittel. Also da musst du schon ein harter Hund sein. Das ist ein richtiger Männerduft. Das ist wirklich, das ist nichts für Weiche. Sag mal bitte ganz kurz, wie parfümiert ihr euch ein? Nein, ich mach. Also 1, 2, 3, 4, kommt immer auf den Duft an. Es kommt immer drauf an, ich habe ja Düfte mit unterschiedlicher Haltbarkeit. Aber ich mache dann schon hier. Also die drei Klassiker mache ich immer. Du machst drei Sprühe. Und dann ab und zu Duft. Also ich mach schon so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quatsch. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann nochmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und dann nimmst du direkt das nächste Parfüm, weil es leer. Also du hast 25, ja. Ja, schon 30 Sprühe. Ja, aber du würdest doch jetzt nicht mit dem Duft 1, 2, 3, 4, 5, doch, 6. Doch. Boah, das ist aber krass. Doch. Wow. Doch. Okay. Also ich benutze tatsächlich, ich würde sagen, so 15 Sprühe mache ich. 15? Aber ich mache so. Weißt du, warum ich das hier nicht so gerne mache? Hm. Weil das zu sehr in mich rein, in meine Nase reingeht. Ich mache das lieber hier, weil hiermit bewege ich mich und verteile das mehr im Raum. Hier machst du es mehr für dich, aber... Wahnsinn. Ja, aber ich mache es ja für mich. Aber ich glaube, ich bin auch empfindlich damit. Mir wäre das viel zu doll. Also ich hätte... Bei dir, wenn du jetzt sagst, du sprühst hier drauf, das macht Sinn. Aber wenn ich mir hier 20 Stück hinknall, kriege ich Kopfschmerzen. Ja, ja. Das finde ich heftig. Gerade bei so einem Duft auch hier. Einen guten Freund von dir, Clive, der Christian geworden ist. Ja, da haben wir auch den nächsten. Und ja, da bin ich gespannt. Auch einer meiner Favoriten. Manchmal sprühe ich mir auch in die Nase, ja. Damit es extra für mich da bleibt. Ey, probiert's doch einfach mal aus. Nehmt wirklich mal 15 Sprühe. Es macht einen ganz anderen Eindruck. Das wird mein Sommerduft. Matsukita. Oh. Der knallt auch. Ich finde, der hat eine ultra krasse Projektion. Matsukita von Clive Christian ist einer meiner Düfte. Pfeffrig, ja, ist einfach eine super unique DNA. Für den Sommer, bärenstark. Bärenstark, oder? Ich hab dich damit. Ey, für den Sommer. Matsukita aus der Crown Collection. Guck mal, was hier drin ist. Guck dir mal rein, was da drin ist. Kannst du gar nicht vorlesen. Da ist so viel drin. Da ist schwarzer Pfeffer, Bergamotte, alles Mögliche drin. Da sind so viele Sachen drin. Da weißt du gar nicht, wo vorne und hinten ist. Boah, Gott, der hat mir echt viel rein. Ja, ja, das ist heftig. Was sagst du? Was denn? Nichts? Ich lasse gerade auf mich wirken. Finde ich geil. Das sind jetzt meine persönlichen. Ich finde wirklich meine geil. Persönlichen Top-Düfte. Boah, nein, für den Sommer ist das eine absolute 10 von 10. Ja. Also wirklich, der ist so geil. Der ist auch stark, weißt du?
Der hat auch eine Ultra-Projektion. Boah, finde ich geil. Also ich finde den... Das geht schon gut los, ne? Sag mal, was hast du? Was hast du auszusetzen? Genau. Aber Nico ist dieses frische, sommerliche, du bist irgendwie... Das ist nicht das Frische bei dem, der hat aber so... Tatsächlich ist da Weihrauch drin, schreibt jemand. Ist da wirklich? Ja. Nein. Steht da nicht drin. Nee, da sind einfach, da sind in dem Duft sind. In dem Duft. Da ist was. Ich kann es gar nicht mehr. Ich meine es gerade wirklich ernst. Ja? Es gibt in dem Duft sowas. Das passt nicht mit dem Rest vom Duft. Bro, wird schwer, das jetzt herauszufinden bei 50. Ja, das kann ich ganz leicht. Ja, das ist so 80. Nö, das ist das Nirvana-Luid. Das ist das. Nein, sein, aber kennt ihr das nicht? Es ist ein Dufter und euch gefällt die Basis von dem Duft. Der geht in eine schöne Richtung. Aber da ist so wirklich eine Note. Ey, es ist Meme. So ein Quatsch. Das ist Meme. Aber es ist so. Jetzt hört mir noch mal ganz kurz zu. Da ist so ein Ding. Guck mal, das ist ungefähr so, okay? Ihr lauft über eine Wiese und nur perfekte Blumen. Und dann kommt so ein Ast da raus und denkst, der passt da nicht rein. Und das ist das, was ich bei dem Duft empfinde, wo er mich einfach nicht so wirklich völlig überzeugt. Ich finde den sehr geil. Also für den Sommer ist das ein. Ey, es tut mir wirklich leid, dass ich das immer mit diesen so eine Sache, aber ich meine es halt wirklich ernst. Eine Sache, ja. Ja, ich verstehe das. Aber ich freue mich, dass du deinen Sommerduft gefunden hast. Dann machen wir weiter mit dem letzten. Und zwar mit Abjar. Das ist die zweite Generation, das war der erste Duft, den ich 2019 von Spirit of Dubai gekauft habe. Den hast du auch noch nicht probiert. Und zwar, der ist, wie man schon sieht, ja, der kommt aus dem, also das ist quasi in Anlehnung an Pferde gemacht. Und der Duft hat auch Hut mit drin. Der geht richtig nach vorne, oder? Der geht auch nach vorne, ich finde ihn aber schon auch noch verträglicher als das, was du drauf hast. Eine kurze Frage habe ich an dich, Marc. Der erinnert mich an meine Anfänge der Selbstständigkeit. Das war ein Duft. Ich sag's euch, ihr werdet vielleicht jetzt sagen, nee, aber ich hab nur Komplimente bekommen als ich drauf hatte. Duft. Findest du den gut? Mhm. Alter, Nico entwickelt sich. Da ist eine Entwicklung da ist was ganz Spezielles drin. Ne? Das ist Leder. Du hast Leder, wie beim Pferdesattel mit drin. Du hast aber auch... Der Duft geht halt brutal nach vorne. Das ist eine Sache, aber jetzt habe ich sie gerade. Ja, dann sag. Du hast ihn perfekt im Vorfeld beschrieben. Also wirklich, so wie du ihn beschrieben hast, so riecht er auch. Ist schon krass. Also ich finde den auch ziemlich geil. Der Sprüher, ne? Wenn du, der Sprüher ist so fein, da kommt so viel Zeug raus. Wirklich, das ist so ein schönes Parfum. Krass, das sind so extravagante, krasse Düfte. Ich muss echt sagen, was ich bei dem geil finde, der hat dieses heftige Oud, aber dieses Vanillige oder dieses Seifige, was da drin ist, das rundet es schön ab, verstehst du? Der wird noch softer zum Ende, wirklich. Finde ich wirklich ein guter Duft. Ja. Ich man merkt das Duft. Jetzt schon. Aber der hat eine, Presence. Mm. Der, wenn du dich damit einsprühst. Wenn du hier sprühst, da hinten im Raum wird es mir riechen. Ich finde den besser als den Gau, als den ersten. Ja. Obwohl die ja auch so in so eine Richtung gehen, boah, hier haben wir einen richtigen, da prescht das Pferd mal nach vorne. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich so. Ey, der ist wirklich krass. Heftig, ne? Ja, also jetzt ehrlich, das ist ein echt heftiger Duft. Darf ich mal was fragen? Boah, krass. Dieser Duft, gibt es da Düfte, die man kombinieren kann? Weil ich finde jetzt zum Beispiel, der geht jetzt schon heftig, also es riecht, mein Arm riecht nach Holz gerade. Also wirklich, als wäre der aus Holz. So er riecht einfach nach Holz. Aber riechst du das Medizinische raus? Riechst du das Medizinische raus? Also da bin ich wirklich so raus. Aber überleg mal, den hast du im Full Wear drauf. Wir reden gerade noch über Gao, ne? Wenn du den drauf hast, weißt du was? Stell dir mal vor, bitte, du gehst in ein Zimmer. Unabhängig davon. Also zum Beispiel, du wirst jetzt nicht sagen, dass das scheiße riecht. Das riecht einfach anders. Es riecht komplett anders. Was ich damit sagen will, ist, jetzt überleg mal bitte den Moment, du hast das Ding drauf, mordsmäßig, du hast dir 20 Spuren drauf gemacht, du gehst in einen Raum rein, was werden die Leute denken? Das ist schon krass. Was denken die Leute? Die denken, Alter, wer ist dieser wahnsinnige Geist, der in die Bude zu stinkt? Ja, aber es liegt halt da auch an dem Duft, ne? Nicht nur an den 20 Sprühern, sondern du kannst nicht mit jedem Duft 30 Sprühe drauf machen und die Leute denken, okay, was geht hier ab? Bei dem denkt man wirklich, wer ist dieser bekloppte Typ? Also wenn man den 30 Sprühe macht, dann ist wirklich Feierabend. Also wirst du rausgeschmissen. Aber also das ist wirklich so, jetzt geh bitte. Jetzt mal ohne Witz, gibt es? Du könntest zum Beispiel damit fruchtige Sachen kombinieren. Beispielsweise, du könntest auch florale Sachen wie Acento, Overdose, könntest du damit, also florale Dinge könntest du mit kombinieren. Das kann man schon machen. Was passiert, wenn ich Orange Flamingo damit mische? Oh, das wäre eine spannende Kombo. Ich hab's leider nicht, aber das könnte was machen.
Ich glaube, das wäre zu... Ja, müssen wir mal probieren. Aber das ist schon sehr, sehr gegensätzlich. Also normalerweise, ich gehe immer so vor. Wenn ich zum Beispiel jetzt Gao mir angucke und da ist irgendeine Frucht drin, ne? Dann versuche ich immer ein anderes Parfum, was auch diese Duft, dieses Ding sehr... Lao Patchouli, Safran. Mal. Zum Beispiel, du könntest zum Beispiel Arabian King damit machen. Arabian King. Wow, Digga, das ist ja gar kein Gegensatz. Arabian King ist doch viel süßer. Ja, schon, aber... Wie lange hast du schon keine Arabian King mehr gebraucht? Schon lange. Lange, ja, überleg mal. Boah, Alter, diese Ecke ist ja richtig... Aber guck mal, wie wenig da drin ist, also von den Inhaltsstoffen im Vergleich zu dem anderen Duft gerade, ne? Der geht ja so ganz krass in eine Richtung nach vorne, das ist wirklich heftig. Ey, ich wünschte wirklich, Leute, diese Parfum-Streams, ihr könntet es riechen. Ja, das wäre so geil, Alter. Also, ihr könnt es riechen für bestellt nur... 24 Euro, 2 Milliliter. Ja, kann man sich wirklich mal einpacken, wirklich. So, pass auf. Ja, aber diese Testgeschichten sind so geil. Kleine Dinger mitnehmen, riechen. Ja, aber das ist zu sehr die gleiche Nische. Ja, klar, okay, ist der süß. Oh, okay. Aber ist ja auch ein krasser Oud-Duft. Ja, aber damit, glaube ich, okay, wie du meinst. Okay, dann halt. Ja, aber du kannst nicht so weit weggehen. Wenn du Orange Flamingo machst, das ist einfach... Vielleicht ist Marc genau das gesagt, das Geile. Er guckt nach Inhaltsstoffen und geht in die Richtung. Ich glaube, das ist nicht mehr geil, weil das zu übertrieben, weißt du? Das ist einfach zu wild. Was ist jetzt, guck mal, zum Beispiel, was ist das, wenn ich das jetzt mit... Die beiden sind zusammen. Okay, funktioniert. Funktioniert. Ja. Funktioniert. Aber mit Orange Flamingo wäre, glaube ich... Aber vielleicht ist genau das Experiment. Was passiert, wenn ich den Duft mit 40 Knots mische? Okay, let's try. Let's try. Weil das ist echt so eine Sache, da entsteht dann wirklich was Neues, weil niemand würde jetzt sagen, lass mal so einen heftigen U-Duft mit sowas ganz Frischem mischen. Aber die Kombo ist geil. Aber genau das... Kann das Ding sein, wo du sagst, boah, geisteskrank, hätte ich niemals gedacht. Oder sagst du, das ist komplett geisteskrank gezogen. Aber die Kombo ist krass. Aber daran sieht man auch, Arabian King ist auch echt ein ganz schön heftiger Duft. Mm, ist ein heftiger, Alter, stark. Also stark. Wie, oh, sorry. Du hast gerade zwei richtig starke Düfte übereinander und der setzt sich trotzdem durch, so, weißt du? Guck jetzt. Warte, jetzt. Aber witzig wäre, wenn der dann einfach so schief wäre. Und du guckst, weißt du noch. Wie dieser Typ, wo die eine Tür zuschlägt, dieser Polizist, ja, jetzt in den Clip. Der nichts mehr. Mama, die Tür bitte auf meine Hand ist da drin. Ich meine, in Ischgl, der auf einmal die Tür aufsucht. Oh ja, Digga, scheiße. Is it right? Oh no, what is this? Ey, wirklich, wir haben, kann man ganz kurz mal erzählen, wir waren in Ischgl und da war es komplett glatt bei so einer Einfahrt. Und dann war so ein älterer Herr, der war aber schon, ja, wenn ich es so 40, 50, so unser Alter halt. Ne? Und der war halt auch gut besoffen. Und der ist dann ausgerutscht und lag auf dem Boden. Und wir sind direkt hin und haben den so hochgehoben. Sorry, dass wir lachen, weil es eigentlich lustig ist. So, ich gucke so diesen Daumen an und der war wirklich komplett, also der war so, sowas habe ich noch nie gesehen. Also der war so ausgekugelt, aber der Typ hat irgendwie gar nichts gesagt und hat auf seine Hand nicht angeguckt und er hat so ein bisschen Nasenblut und sagt zu Nico, sein Daumen. Und dann sagt er zu diesem Mann so, hey man, your thumb, weil der so Englisch war, ist das correct? Und er guckt so, oh no, what is this? Und versucht ihn da irgendwie einzukugeln. Und dann haben wir direkt den Krankenwagen gerufen und der hing da mit diesem Daumen, der völlig am Arsch war. Und wir alle, wow, und er hat gar nicht auf seinen Daumen geguckt. Ich hätte die ganze Zeit so gemacht, oh, und der war einfach so, oh ja, ich blute hier mein Essen. Oh no, it's not okay. Okay. Your thumb, is that correct? Oh no, what is this? Oh. Ey, das war echt. Oh mein Gott, ey. Das war echt funny. Und so hätte dein Finger gerade auch mal hängen müssen. Nico, dein Finger. Oh nee, das ist nicht richtig. Ist das eigentlich korrekt? Kann man machen. Jetzt pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Der nimmt eine neue DNA an, oder? Ich glaube, ich hätte gesagt, Gao overpowered alles, aber 40 Knots kommt raus. Ich hätte gerade fast was Bäriges sogar rausgerochen. Es ist heftig. Sprüh mir den mal noch in die Dings. das ist ganz geil. Interessant. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Ich mache mal meine Top 3 hier. Ja. Ja. Von denen, die wir hier heute hatten. Ah, Top 3 von denen, die wir hier heute hatten. So, und ich muss den natürlich noch mit dazu nehmen. Das wäre meine. So, bupp. Also, du hast Clive Christchurch, dann Greenwich Village, den Abjar und Silage. Ja, das wären meine Top 3, Top 4. So. Also. Eine geile Mischung. Heftig. Ja. Der riecht nochmal, wie geil der riecht, Alter. Bond Nummer 9, muss ich echt sagen. Was ist Bond Nummer 9, Bro? Zu schwach. Echt? Ja, zu schwach. Naja, Bro, wir riechen ja gerade die kompletten Rasierer. Natürlich, also das kannst du ja nicht vergleichen jetzt, Alter. Boah, 40 Knots dominiert ihn einfach gerade. Heftig, oder? Ja, das hätte ich niemals gedacht. Digga, what the fuck, wie kann das sein? Okay, mach mal deine. Top 3 von, die wir jetzt hier heute hatten. Also, ich persönlich muss sagen. Den Sommer dafür. Erstmal den hier.
Ja, ist der ist wahrscheinlich meine Number One, weil der am ehesten für mich daily zu tragen ist. Unfassbar starker Duft. Wie heißt der nochmal? The House of Dates. The House of Wood. Date Delight Dates. Dates Delight. Dates Delight von House of Wood. Oud. Den würde ich sagen, sehr, sehr geil. Da muss ich wahrscheinlich auch Kinetic Silage sagen. Super geil. Weil der auch wirklich sehr, sehr strong ist. Und welchen nehme ich denn noch? Na, das ist zu extrem. Würdest du nicht tragen, aber weißt du? Ich würde es so sehr feiern, wenn du den so, wenn du weggehst und du hast einfach, du gibst richtig Gas. Du riechst richtig Gas an der Flasche und ballerst dir 20 Sprühe Gau drauf. Ich glaube, das ist mir zu viel, Alter. Also da würde ich wahrscheinlich eher sogar noch Spirit of Dubai sagen. Oder? Nee. Doch, das ist Nico. Das ist Nico. Ich finde, das ist ein schöner Duft. Den kann man machen. Man muss auch mal bodenständig bleiben. Man nimmt nur die teuren Düfte. Man sagt nur immer, boah, hier, Clive Christian, da 500 Euro. Mal einen wirklich guter Duft für einen fairen Preis, finde ich den hier auch wirklich echt gut. Also ja. Ich sag dir echt auch, absolute 10 von 10. Ich bin es gerade nochmal raufgemacht, ich habe die ganze Zeit in der Nase. Viele vergleichen den mit London. Der Unterschied ist halt, 50 ml kostet bei Vidian irgendwie 200 noch was Euro und hier kriegst du den für 170 Euro. Ey, aber ich muss echt sagen, das hat mich gerade so geflasht, der riecht wirklich wie Vidian. Also das hat mich schon ein bisschen schockiert. Kannte ich nicht, aber gut, okay. Wollen wir nicht noch unsere Top 3 Düfte in general sagen? Overall? Ja. Okay. Was heißt denn overall, aber gerade aktuell? Ja, yeah, okay, sag, was hast du in der Rotation? Ich muss sagen, ich habe jetzt bei mir gerade eine wirklich schöne Rotation gefunden. Ich trage aktuell fast auf Daily Base Liquid Gold von Liquid Imaginations. Ja. Alter, habe ich gar nicht hier. Wie kann das sein? Liquid, weil ich den mitgenommen habe. Ach, du hast meinen bekommen, ne? Ja. Alter, das ist sehr heftig. Okay, Liquid Gold. Liquid Gold von Liquid Imaginations. Ein unfassbar geiler Duft, trage ich extrem gerne. Hat eine richtig luxuriöse Note. Kann man aber trotzdem daily tragen, richtig angenehm. Duft Nummer 2, der sich für mich herauskristallisiert hat, einer meiner mittlerweile All-Time-Favorite-Düfte, ist 40 Knots. Mhm. Werde ich mir auf jeden Fall jetzt auch nochmal holen, weil meine Flasche ist leer gegangen. 40 Knots, absolut geisteskrank geiler Duft. Für mich der perfekte Sommerduft. Den in Mykonos, 10 von 10. Was ist der hier? Also du meinst jetzt nur von deinen, die du hast oder allgemein, ja, overall? Die ich bisher so in meinem Leben getestet habe, so. Ich glaube, gleichzeitig mit dem muss ich als Zwischenduft noch Orange Flamingo mit reinnehmen. Auch wirklich einer meiner All-Time-Favorite-Düfte. Ja. Einfach unglaublich unique und diese Orangennote ist einfach so nice. Und der dritte Duft, den ich gerade absolut vergöttere tatsächlich, ist Oud Republic. Oud Republic. Seit letztem Mal. Oud Republic ist ich habe den nie promoted. Im Laden ist das einer der meisten. Du hast den auch im Laden gekauft. Ist der hier? Ne? Hast du den hier? Schade, der ist wirklich, ich habe so oft Komplimente gegeben im Skiurlaub, meinte immer wieder, Alter, der ist heftig, ja. Nein. Ja. Also du hattest den da, ne? Ja. Ja, jeden Tag habe ich gesagt, Alter, was für ein geisteskrank geiler Duft. Nein, ist wirklich... Ja. Das ist der Topseller im Laden. Also wenn ihr von MFK Satin Oud kennt, dann ist es die bessere Version davon, muss ich tatsächlich krass, so sagen. Krass. Ja, der hat mich echt, also den würde ich mir zu 100% kaufen. So. Wir können gleich drüben mal fragen, ob wir den da haben oder ob das Sold Out ist. Also wirklich überragend finde. Heftig, aber bei dir, Marc? Also ich liebe Anfas Salam gerade, also 10 von 10, leider die Haltbarkeit nicht so geil. Ich liebe diesen Duft, ich könnte den wirklich so fast jeden Tag tragen. Was ist da los bei Anfas? Weil ich feiere Anfas auch extrem. Ja, du findest den auch, geil, ich hab auch nicht so. Duft geil, auch Dingens, Red Ish, auch übelst sehr geile Duft. Aber der hält doch Red Ish. Könnte ja, die Special Edition, genau, die besser, ja. Aber in general ist Anfass schon eher von der Haltbarkeit leider jetzt nicht so. Ey, hätte der noch so eine krasse Haltbarkeit, würde ich sagen, total, Alter. Also, weil der mich auch echt abholt, dann best Duft of Overtime für Männer ist Creed Aventus. Gibt es für mich auch keine Diskussion. Also, ich weiß, der ist jetzt ausgerutscht mittlerweile bei Douglas Blair. Als ich mir den 2011 das erste Mal geholt habe, da warst du... Da wusstest du noch gar nicht, was Parfüm ist. Da hast du dein Duschgel benutzt. Dusch das, Nico. Das kann ich dir auch so sagen, tatsächlich. Müssen wir jetzt auch mal wirklich... Dusch das. Ja, ja. Creed Dusch Aventus. Ey, der Inbegriff eines geilen, Mainstream-männlichen Geruchs. Und der war damals, aber zu der Zeit war der eigentlich voll extravagant. Und der ist jetzt so mainstreamig geworden. Aber ich finde, der ist wirklich eine 10 von 10. Und man muss das mal weglassen, dass den jeder mittlerweile auch schon getragen hat. Und so, als ich den das erste Mal gerochen habe, habe ich gedacht, Alter, wie heftig dieser Duft ist. Deshalb würde der bei mir auch immer mit reinkommen. Und dann jetzt gerade... Nein. Clive Christian. Also ich hast du den auch daheim? Ja, hat mir Marc geschenkt. Das war echt... Also da danke ich dir heute noch. Und ich finde den auch so besonders, dass ich den nicht jeden Tag trage, weil ich denke, das ist so was Besonderes. Auch der Flakon, und dann denke ich mir, ey,
So, weißt ist du, das, mit das Beste ist wirklich, ja. Ich gehe dann zur Fashion Week, ich weiß, da sind super viele Leute und dann wird der schon auch mal geballert. Und dann kommst du hin und du fühlst das auch. Du hast so ein anderes Auftreten. Also ich finde das so. 100%. Wenn ich so einen krasseren Duft habe, es gibt so Düfte, die habe ich alltagsmäßig, welche, die trage ich dann immer nur im Gym und so. Und den könnte ich nicht im Gym dann so tragen. Das nein, ist, das passt ist so ein, das passt weißt du, dann bist nicht. Du um Gottes angezogen. Willen. Nein. Was denn? Ich habe den sogar, als ich Dings moderiert habe, The Great Fight Night, habe ich den auch getragen. Dann mit Anzug und so, weißt ja, du? Ja, das passt halt. Ich finde, ja, wenn du echt so ein bisschen was vor und so, dann das ist das, die richtige Herangehensweise. Aber es ist immer so schwer, top of over 3, man kann sich nicht entscheiden, deshalb haben wir auch alle mehr als 40 Düfte zu Hause. Du hast keine 40 Düfte zu Hause, dann ist heute dann ist heute der Moment gekommen. Aber ich finde, ich könnte nicht ohne diese ganzen, also natürlich könnte ich, aber es ist einfach so geil, dass du für jede Situation, du gehst nicht nach Jahreszahlen und Zeit, aber spielt keine Rolle. Möchtest du Gönnergy? Ja. Ey, aber geile Düfte. Danke, dass wir hier auch mal wieder da mal ein paar neue Sachen genau. Riechen durften. Genau. Und ich würde sagen, jetzt widmen wir uns mal was Neues. Und zwar, wir gehen mal rüber ins nächste Zimmer. Du kannst gerne das Handy mitnehmen, damit wir auch den Chat oder Color. Wir gucken uns mal an, was da so ein bisschen ist. Die neuen Die neuen wie heißen die nochmal?